So, im letzten Part haben wir genau hier aufgehört. Ja, und machen jetzt hier weiter. Also seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal, auch Änderungen zu einem neuen Part hier aus dem Ätherparadies. Mit dem, naja, ich würde mal sagen, Zwergfürst. Diese Sache hier erinnert mich ein bisschen an der Arena aus Pokémon Y. Hier mal der direkte Vergleich. Okay, das kann ja sein, dass ich mich ein bisschen irre. Egal, weiter geht's jetzt hier die Treppe hinauf. Und durchs sterile Ätherparadies. Erkunden wir das Ganze hier mal ein bisschen. Schauen wir uns ein bisschen um. Wie die Regionalformen entstehen konnten, das lässt sich ganz leicht erklären. Wer lange genug Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auf ganz ähnliche Weise entstanden. Okay. Und hier ist die Rede von einem, sag schon, Schluckblech oder sowas ähnliches. Schleimer oder Schleimbock, ja genau, so muss das sein. Das sind die, es wird vermutlich ein weibliches und männliches sein. Ja, das ist die Alola-Form. Ja gut, scheint hier so eine Art Zoo oder zumindest eine Art Terrariengehege zu sein. Meine süßen, geliebten Pokémon. Ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Wer das wohl ist? Zwergfürst und Tali. Ich heiße euch in der Ätherparadies willkommen, der Privatinsel der Äther Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Die spricht aber verdammt leise. Was ist mit der los? Die ist wohl ein bisschen schüchtern. Bedauerlicherweise gibt es auch schreckliche, egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Kannst du mal ein bisschen lauter sprechen? Entschuldigung, ich weiß, du bist Präsidentin. Ich sollte ein bisschen respektvoller sein, aber ich verstehe dich nicht. Sprich mal ein bisschen lauter, ein ganz kleines bisschen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin solch einer Organisation. Und das, obwohl du doch noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Da verziehe ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. Im Ernst jetzt? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken.
Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas pappiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist ziemlich speziell. Nun ja, Lilly sieht das sicher total, aber... Lilly steht das sicher total, aber... Mir? Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Und jetzt kommt so ein Schreihals. Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Eine Qualle. Okay. Du. Kommst du aus einer anderen Welt? Samantha, sei vorsichtig! Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. Du arme Kreatur. Ja. Oha. Fiep, fiep! Oh, Kampf! Kampf gegen Qualle. Fragezeichen erscheint. Okay. Fragezeichen hüllt sich in spezielle Kraft ein. Das konnte ich nicht lesen. Das war Pikachu gegen Qualle. Also Pikachu gegen Fragezeichen. Kann ich die hier eigentlich fangen? Dann doch vorhin. Ich könnte das im Ätherparadies nicht tun. Donnerschock, finde ich. Ja, Giftstoff nehme ich auch. Danke. Danke fürs Besiegen. Bestienboost wird von Fragezeichen erwirkt. Los, John. Besieg die mystische Qualle. Fangen können wir sie ja nicht, dann mach sie halt kaputt. Okay, so hatte ich das jetzt nicht ganz gemeint, aber gut. Einfach mal die Selbstkraft einsetzen. Könnte was bringen. John hüllt sich in Selbstkraft. John nimmt alle seine Attackenkraft zusammen und setzt dynamische Maxi-Flamme ein. Pow! Naja. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und John fängt an zu verzweifeln. Okay. Ich mach mal den mutigen Versuch. Und setz einfach mal einen Hyperball ein. In der Schutzzone dürfen die nicht gefangen werden. Okay. War ja fast schon klar. Nitro-Ladung. Auf jeden. Psy-Welle. Ich weiß nicht, ob die Präsidentin das so schön findet, dass ich jetzt das Wesen hier versuche zu vernichten, aber gut.
Das ist nicht sehr effektiv, ein Volltreffer. Okay, das war wohl... Achso, ergreift die Flucht. Bevor es ganz Stern geht. Nicht sterben, Koala. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen ist verschwunden. Habe ich sie jetzt umgebracht? Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Hm, was meinst du damit, Samantha? Was ihr eben gesehen habt, war eine Ultrabestie. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch eine Ultrapforte zu uns stieß. Kann es sein, dass die immer leiser wird, oder was ist mit der los? Es muss verängstigt gewesen sein. Immerhin wurde es ohne Vorwarnung in unsere ihm völlig unbekannte Welt gebracht. Ich muss ihm helfen. Ihm mit bedingungsloser Liebe entgegenkommen. Ihr beiden, ich danke euch. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bringen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich, ja, natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohlauf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Aether Foundation in der Lage ist, auch Ultrabestien in ihre Obhut zu nehmen. Dann werde ich euch mal nach Unauna bringen. Und winkt zum Abschied. Tadi winkt aber sehr auffällig. So, mal. Sieht so aus, als würde es jetzt nach Unauna gehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultrapforte sehen würde. Das muss ich unbedingt Professor Bonit erzählen. Ja, dieser Unfall oder wie man es nennen will. Mir fehlen leider die Worte, aber ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Eine Malasada und ein TM. Malasadas, wie ich die nicht mehr riechen kann. Wow, ein Maxi Malasada, danke. Na, der steht natürlich drauf. Findet ihr nicht auch, dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilt. Ach ja, Zwergenfürst, das hier ist für dich. Die TM Psychokinese. Damit kann ich schon etwas anfangen. Und du erhältst die TM 29 Psychokinese. TM 29 Psychokinese wurde in der TM-Tasche verstaut. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf eurer Inselmannerschaft. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Mir schlägt das Herz immer noch bis zum Hals. Die Ultrapforten gibt es also wirklich und die Ultrabestien auch. Die Welt steckt voller Überraschungen. Ich bin schon gespannt, was auf der nächsten Insel alles auf uns wartet. Zeit für einen Snack. Wir brauchen jedes bisschen an Kraft und Energie für die nächste Insel. Mampf, mampf. Möchtest du was abhaben? Hier, hau rein.
Mann, war das lecker. Schade, dass nichts mehr da ist. Von wegen, ich gebe dir was ab. Auf nach Ulla Ulla. Oha. Eine Asia-Insel. Sieht fast so aus. Wird ziemlich asiatisch. Oh, Sasa. Da wären wir. Und diesmal ganz ohne Stolpern. Ulla Ulla sieht aus dem ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Ja, neben dir sind ein paar Bambussprossen, was mich ziemlich sehr an Asien erinnert. Und weißt du was, Zeckenfürst? Rudern wir unsere Pokémon raus und kämpfen! Warum das denn jetzt auf einmal? So plötzlich? Unsere Pokémon sollen schließlich auch die frische Luft von Ulla Ulla schnappern dürfen. Na komm schon, das wird ihnen bestimmt gut tun. Na, ich hatte es mir fast schon denken können, dass jetzt eine Herausforderung durch Tadi kommt. Ich war nicht wirklich vorbereitet, aber wann ist man schon auf eine Herausforderung vorbereitet? In Pokémon Sonne. Ein Reichu. Wie hätten wir das hingekriegt? Ich habe noch so ein läppisches Bito hier. Okay. Ich wüsste gerne mal, wie man das entwickelt, aber gut, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Das wäre ganz interessant. Was auch klar war, dass ich jetzt hier keine Chance habe. Gegen John. Los, John. Unser neues Team habt ihr im letzten Part gesehen. Oder am vorletzten. Man weiß nicht, wie viele Parts schon her ist. Wir nehmen das Ganze in einem Ruck auf. Nicht das Ganze. Quatsch, aber ich nehme so mehrere Parts in einem auf. Was ist mit John los? Oh. Hat es geschafft, Reichu zu besiegen. Aber Reichu hat es auch fast geschafft, ihn zu besiegen. Wenn auch Level 24. Lea die vierte erreicht Level 18 oder so. Robin erreicht Level 19. Vergeltung. Von mir aus. Eins, zwei und schwupp. Robin hat Silberblick vergessen. Und Robin erlernt Vergeltung. Robin erreicht Level 20. Manni erreicht Level 23. Manni versucht Laubklinge zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Laubklinge ersetzt werden? Ja, von mir aus. 1, 2 und schwupp. Wachstum vergessen und Laubklinge erlernt. Aquana, okay. Ist vielleicht nicht so gut als John. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Habe ich hier irgendeinen Trank? Nö. Wieso auch? Ein Biss. Oh, ich kann sogar noch einmal einsetzen. Fängt zwar an zu verzweifeln, aber ja, aus gutem Grund. Und John wurde besiegt. Los, Ben. Ich weiß, du bist schon fast tot, aber ein Donnerschock. Hätte ja sein können. Oh, Gegner ist paralysiert. Das ist gut. Und wenn ich richtig mitgerechnet habe, müsste das sogar sein letztes Pokémon sein. Los, Lea! Yep. Biss. Okay.
Dafür ist Nea scheinbar nicht stark genug. Kratzfolie vielleicht. Zack. 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 Naja. Ich sag mal lieber nichts dazu. Auch dazu sag ich mal lieber nichts. Los, Quajutsu. Ash Quajutsu, das wir im letzten Part dazu geholt haben. Und Wasserschuriken. Auf ein Wasser-Pokémon. Au. Wie blöd. Jetzt hat sie auch noch geheilt. Na toll. Versuch's mal mit Nachthieb. Vielleicht etwas effektiver. Jo, kann man so sagen. Paralysiert kann ich angreifen. Mach Platz nochmal. Nachthieb. Zack. Aquana tot. Besiegt. Macht's der Freundschaft. Es entwickelt sich zu Ash Quajutsu. Bam. Quajutsu hat die Ash-Form angenommen. Und erreicht Level 37. Das ist ein Starter-Pokémon aus Pokémon Y. Für die, die es nicht geguckt haben. Pokémon Y. Hier in der Infobox verlinkt, wenn ich dran denke. Bin ich irgendwo später. Oh, stimmt. Er hatte noch ein Starter-Pokémon namens Arbertus. Oder so ähnlich. Das sollte aber kein Problem sein. So, noch einmal Arioas. Und dann haben wir es. So, das hätten wir. Robin erreicht Level 21. Abschlag. Okay. Eins, zwei und wupp. Robin hat Fußtritt vergessen und Robin erlernt Abschlag. Manni erreicht Level 24. Pokémon Trainer Tali wurde besiegt. Woha! Dieser Kampf hat mir den Atem verschlagen. Zwergfürst gewinnt 1740 Pokédollar. Geht sich gleich aus dem Kampf gegen Tali hervor. Hui, das war ein atemberaubender Kampf. Jetzt muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Als nächstes geht's zu Professor Kukui. Er wartet im Mali-Ziergarten auf uns, richtig? Aber warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl bald heraus. Wir sind auf Ola angekommen. Das ruft nach einem neuen Insel-Pokédex. Ich bin schon gespannt, auf welcher Pokémon du hier treffen wirst. Okay. Malihe City, ein Beispiel fernöstlicher Form vollenden. Vollendetheit. Okay. Schauen wir erstmal hier rein. Das ist der Hafen. Ahoi, Matrose. Willkommen am Pier von Ola Ola. Wohin möchtest du? Kantai City, Enter Paradies, hier bleiben. Erstmal hier bleiben. Tschüss, dann begeben wir uns mal auf die dritte Insel und ja, hier ist der Hafen, die dritte Insel erkunden wir jetzt, ja, und ich würde mal sagen, fürstlichstens, ja, fürstlichstens Spaß werden wir dabei haben, aber erstmal ab ins Pokémon Center, die übliche Musik. Alle Pokémon heilen. Und sind geschwächt vom Kampf. Dum, dum, dum.
Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehre uns bald wieder. Hier mal schön Kaffee trinken. Willkommen im Kaffeebereich des Pokémon-Centers. In Alola ist es jetzt 11 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen oder einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Was? Kein Kaffee. Limonade, Milch und Tee. Was soll ich denn mit Tee, diesen Söff hier? Lass mich hinfliegen, gib mir Kaffee. Mann. Na dann halt nicht. So. Malihe Ziergarten, Paradies zum Lustwandeln. Ich habe gehört, in Malihe sollte man sich auf keinen Fall den Ziergarten entgehen lassen. Okay. Sieht alles ziemlich... Oh, wer ist denn hier? Lilly? Hallo, Zwergenfürst. Schön, dich zu sehen. Aber sollst du nicht eigentlich im Malihe Ziergarten mit Professor Kukui treffen? Ja, das stimmt. Schon. Hallo, Zwergenfürst. Schön, dich zu sehen. Hm. Wiederhole dich wieder. Ich will mit dem Mann hier sprechen. Alola. Okay, der sagt nur Alola. Dann gehen wir mal da rein.